Not a new around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, wir kommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von natürlich Minecraft. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier auf den Server stand und irgendwas machen. Wahrscheinlich lang genug. Wir gucken mal kurz. Also immer noch das. Also, was, ach, das hat pausiert. Achso, ich hatte schon Angst. So, wir brauchen Excel. Kann man die nicht weiter skippen? Die Antwort zieht mit. Dann machen wir gleich zwei daraus. Dann gehen wir erstmal runter und machen das mal hier Klartext. Also wir sind jetzt ziemlich vollgepackt. Steinchen. Hoch. Hui. So. Haben wir noch irgendwie Holz? Nee. So, Holz. Weizenkörner, Weizen. Was essen könnte man. Oh, gebratenes Hühnerfleisch. Lecker. So. Wir sind immer noch in der Fotoproduktion. Wer hätte das gedacht? Wir haben immer noch den. Schlag mich tot. 20. Können sein. 19, 20. Einen von diesen Tagen haben wir heute. 19 sogar. Habe ich ja gesagt. Also passt. Alles gut. So. Wir müssen hier noch ein bisschen ausbauen. Wir wollen ja hier ein bisschen tiefer. Wir wollten eigentlich heute ja die Höhle, also Höhle nicht, Dings anfangen. Das Bergwerk. Kann man das, ja, nehmen wir mal Bergwerk. Das können wir ja nicht so aufbauen wie ein Bergwerk. Ich merke, wir müssen noch ein bisschen in den Berg rein. Dahin, dahin. Wir noch zwei mindestens machen. Drei, da können noch eine Kiste hier hin. Machen wir erstmal hier lang. Bauen wir erstmal hier so die erste Wand ab. Reicht das aus, die Höhe? Ja, perfekt. So, jetzt wird es gleich dunkel hier drinnen. Na hier, dann ist es so. Von dunkel. Da mal so. Da mal. Also jetzt machen wir eben, also ich habe jetzt ja vorhin das Bus-Simulator, ist er fast durchgespielt. Fast. Betonung liegt auf fast. So. Also von der Seite anfangen. Jetzt klappt das nicht. Habe ich auch fast durchgespielt. Das ist immer noch die Frage, was spiele ich denn danach? Also ich bin nur noch fast für SpongeBob eine Runde. Auch wenn das Spiel extrem alt ist. So ein paar SpongeBob-Spiele oder so. Das würde bestimmt Spaß machen. Also mir persönlich wird Spaß machen. Denke ich verstanden. Ey, es ist irgendwie, ich habe gerade gegessen. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich Kraft für ein bisschen zocken. Und sollte es auch sein. So, eine Wand glaube ich noch rein. Wir haben wieder einen Zweiergang. Genau, das ist ja die Wand dahinter. Ach, die muss ja auch noch weg. Ach, ey, das ist ja hier Arbeit. So viel Arbeit habe ich mir gar nicht erwartet jetzt. Nee, das machen wir hier mit Knochen weg. Da bist du Spitzschacke. Schade. So. Hier zu der anderen Seite noch rüber bauen. Wisst ihr, wie ich das meine, dass hier so ein kleiner Gang ist und so ein links nach rechts runter geht? Kann man sich wahrscheinlich überlegen.
Sack ist schon wieder gleich kaputt, das gibt es nie. Ich habe noch nie mal angefangen mit uns in Lehmbergwerk. So, mal gucken. So lange ist die auch noch nicht. Und jetzt müssen wir wieder von da an. Obwohl wir können noch irgendwie zur Seite. Und dann können wir eben abbauen von hinten nach vorne. Passt. Spitzi? Spitzi! Nochmal unsere Spitzel. Gehen wir natürlich immer noch rendern. Ich glaube der vorletzte Part jetzt vom Putzimmerlad, also der 31. oder der 30. ist. Der 30. ist es. Und danach muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mit den anderen Parts mache. Ob ich das vielleicht nochmal im Stream mache, weil wir brauchen jetzt überall die Erdbusse. Und das ist immer noch die Frage, wie mache ich das dann? So. Ich glaube, ich hänge wirklich an SpongeBob fest. So, SpongeBob Film ab habe ich zwar nur. Aber es gibt ja so richtig. Es gibt ja andere geile Spiele. SpongeBob. Reddit Bikini Button oder so. Sind schon auch nette Spiele. Oder Spielchen. Müssen wir gleich mal gucken, wie weit eigentlich der Stein ist. Hier müssen wir auch noch weiter hoch abbauen. Stimmt, das habe ich ja vergessen gehabt. Hm. Hier kommt ja der Gang lang. Komm hier ran. So. Und hier. Genau, dann muss ich mal gucken, was ich noch, also neues Jahr, neue Projekte, so wie jedes eigentlich. Was dieses Jahr noch dran kommt, weiß ich eher nicht, weil speziell habe ich jetzt erstmal keine Wünsche. Gut, das neue Anno-Spiel müsste ich noch spielen, muss ich mir noch kaufen. So ein paar Gamescom Sachen eben, die geil waren und geil sind. Wie gesagt, das ist das neue Anno, das ist schon nice. Ich hole mir fast jedes Mal meine scheiß Kopfhörer hier raus. Das ist das Nervigste heute. Eine Treppe brauchen wir auch noch. Ja gut, ich habe Holz hier. Das ist ja nicht das Problem. Oh, Steine. Aber noch ein Stack hier, das reicht. Könnte man nochmal auseinandernehmen, oder? Nee. Anthrazit. Kies. Brauchen wir bisher auch nicht. So, Anthrazit. So und so. Mehr noch Granitus. Kann man hier noch Granitus hinmachen? Genau, dann haben wir hier noch Anthrazitus. Schwarze Wolle, die können wir hier hinten. Tierische Sachen, hier haben wir noch alle Tulpchen. Wer weiß, wann man es brauchen. Die Eier haue ich gleich rein. Die Erde kommt erst aus der Kiste. Da war ein kleiner Leckchen. Diorit habe ich auch noch. Diorit. Oh, Kies kommt hier eins drunter. Und dann haben wir uns Polyta Diorit. Dann haben wir hier noch uns Diorit. Löwenzahn. Da sind wir wieder gut aufgestellt. Holz. Das hier muss alles runter. Wir haben noch mehr Holz hier. Wir haben noch das andere Ziel, was wir noch sammeln könnten. So, hier unten brauchen wir eine Werkbank.
brauche noch ein Holzstückel. Bauen die Werkbank erstmal hier mit den Raum hin. Da habe ich bestimmt noch was Geiles vor. 4 Treppen, genau. Das reicht schon genüge. Oh, ich habe noch 21. Oh, bin ich bescheuert. Genau, für hier außen rum habe ich ja. Gut, dann klappt das eben so nicht. Muss ich ihn abgerissen werden? Na ja, so. Dann holen wir uns noch oben den Steinchen. Und gehen wieder hoch. Bestimmt schon wieder dunkel sein. Nein, noch nicht. Noch nicht ganz. Aber gleich. Zeig ich ja. Ach, wir haben ja noch keinen Stein reingehauen. Wir brauchen noch eine Axt. Wir brauchen noch einen Steinox. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen Holz hier. Von allen Sorten etwas. Vor allem, wenn wir irgendwann mal in die Höhle wollen. Das ist doch schon wichtig. Und noch so eine mobile Basis nicht am Alter ist auch. Diese Bäume hasse ich. Bin ich nur der Freund. So, denn da verzweigt sie überall. Ich glaube, wenn man Timmerbot hat oder sowas, dann ist es wieder geil. Aber so an sich sind die auch richtig kacke, dass die überhaupt noch existieren. Musst du so mit auf der Modifikation vom Timmerbot zeigen. Aber es für mich einen Sinn ergeben. Wir kriegen viel Holz, klar. Also, ich will gar nicht wissen, wie viel Holz hier drin ist. Es ist noch mehr Holz. Oh. Da war es wohl wieder zu weit. So. Ich hab denn hier alles? Ah nee, da ist zum Beispiel noch eins. Mindestens. Guck mal, wir haben hier 30 Stück aus dem Baum raus. Sind noch nie mal fertig. Guck mal, hier haben wir noch was. Ey, das ist unglaublich. Wie gesagt, ich mag die Bäume nicht. Die mir zu groß. So, müsste eigentlich fertig sein. Wir haben so einen Haufen Holz. Och, das ist ja 44. Gut, ja, Kratzen sind eben große Bäume. Da können wir auch nichts dagegen tun. So, jetzt bauen wir hier noch mal Eich. Mit Eichen uns bauen wir hoch. Wenn es mit dem echten Leben gehen würde. Ding, 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 ding. Ja, genau, dann haben wir das fertig. Dann holen wir uns hier noch ein paar Bäumchen her. Und langsam verhungern wir. Ach nee, sterben wir. Verhungern ja nicht, wir sterben. So, der kleine Unterschied. Der ist auch zu klein halt. Bäume müssen wir mal wieder pflanzen. Nicht mal hier bloß abernten, um nicht mal auf hinzupflanzen. Was ist eigentlich die Zeit? Naja, ist eigentlich schon soweit. Können wir hier schon mit aufhören? Mensch, die Zeit vergeht. Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch oben, wenn ich den Daumen nach unten. Schreibt mir mal rein, was ich meinen nächsten Parts mal anfangen soll. Oder vielleicht soll ich mal wieder auf den Multiplayer-Server gehen von Minecraft. Ihr wisst schon, was ich meine. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensch-Wort. Ciao, ciao.